Morgen, Royal Riders. Morgen. Heute ist Tag 2 von unserer One Week With Us und heute ist TikTok Day. Dienstags haben wir halt immer unsere TikToks, die wir drehen und das machen wir auch direkt morgens meistens. Also damit fangen wir quasi unseren Tag an, erstmal mit ein paar lustigen Videos. Ja, dann wenn man noch motiviert ist. Genau. Und dann musst du, glaube ich, später noch ins Lager ein bisschen, ne? Genau. Also ich würde sagen, wir nehmen euch jetzt ein bisschen zeitraffermäßig mit, was die TikTok-Videos angeht und vielleicht passiert irgendwie zwischendurch irgendwas Witziges, was wir so noch mit reinnehmen können, weil wir auf jeden Fall noch an verschiedene Orte fahren zum Drehen. Ja. Für mich geht es dann heute Nachmittag ins Lager. Das habt ihr ja, glaube ich, noch nie gesehen. Ne? Dann kann ich euch das mal ein bisschen genauer zeigen, wobei das jetzt auch nicht, ist halt ein Lager, das ist jetzt nichts besonders Spektakuläres. Aber ich muss da alles soweit vorbereiten für die neuen Reitleggings, die dann diese Woche höchstwahrscheinlich ankommen. Ich würde sagen, wir starten mit den Videos, TikToks, TikTok-Videos, fast beides. Guten Morgen! Du musst heute unser Model sein. So, wie ihr gerade im Zeitraffer gesehen habt, sind wir bei den Fohlen. Wir haben im Büro tatsächlich vergessen, den Zeitraffer anzumachen. Das war aber relativ unspektakulär, da haben wir nur 2 TikToks gedreht. Wir sind jetzt hier fertig. Die Julia ist gerade noch da hinten. Ich versuche mal ein bisschen zu zoomen bei der Inka und bei dem Mustang. Oh, ich werde hier verfolgt. Auf Schritt und Tritt. Ja. Gut. So, und für die Leute, die das vielleicht im letzten Video nicht mitbekommen haben, wir haben ja die Fohlen mit der Inka zusammengestellt in dem neuen Fohlen-Update. Letzte Woche oder so ist es online gekommen. Können wir euch sonst hier nochmal verlinken. Das hat Gott sei Dank auch alles ganz entspannt geklappt. Das ist irgendwie ein bisschen komisch mit diesem, ich kann das gar nicht sehen, ne? Diesen Mikrofon-Windpuschel hier am Handy. Hat alles gut geklappt, aber hätte uns auch verwundert, wenn das nicht gut geklappt hätte, weil die Inka da sehr unkompliziert ist. Oh, du bist eine Sau. Scheiße, da habe ich nicht drauf geachtet. Nein. Lecker. Einmal eingesaut. Aber selber schuld. Du Schweinchen. So, wir sind mit den TikToks jetzt fertig und wieder zu Hause angekommen. Wie ihr vielleicht im Hintergrund schon seht, befinde ich mich im Lager. Ich hätte jetzt vorher alles einmal besonders aufräumen, sauber machen können. Habe ich nicht gemacht. Es ist nun mal, wie es ist. Es ist ein Lager. Da wird drin gearbeitet. Da wird es mal etwas unordentlich sein. Da wird es mal ein bisschen dreckig sein. Ja, hier könnt ihr das jetzt einmal genauer sehen. Also wir haben hier so Regale mit den Produktboxen, sage ich mal, drin. Da sind die hier zum Beispiel grau-schwarz 2.0. Also ist hier Smoky Gray oder hier die Chocolate Brown.
Die braune Reitleggings haben wir also immer nach ja, Produktart aufgeteilt. Hier haben wir die Poloshirts, ne, immer in den entsprechenden Größen. Das gleiche auch hier auf der anderen Seite mit den ganzen verschiedenen Reitleggings. Ihr seht hier ist noch ein bisschen Ware zum Auffüllen, wenn die Kisten mal leer sein sollten. Hier ist eine kleine Papiermüllkiste, sage ich mal. Ja, was haben wir hier hinten noch in der Ecke? Es wird ein bisschen dunkler. Auch hier sind noch Kappen und ein paar leere Kisten, ein paar unbenutzte Kisten oder ein paar leere ungenutzte Kartons, die man aber immer mal gebrauchen kann. Wenn wir zum Beispiel auf Messe oder sowas fahren, dann kann man die Ware da schön verpacken. Ansonsten, ja, hier ist zum Beispiel noch ein freies Regal. Das würde ich dann nachher für die kommenden neuen Reitleggings fertig machen. Huch, das ist eine Nebelmaschine für etwas Cooles, was wir im Livestream geplant haben, sagen wir mal so. Hier unten nicht wundern, das ist ein Elektro- oder ein Ladegerät für den Firmenwagen von uns, für den Audi. Das ist ja ein Hybrid. Der parkt im Prinzip genau dahinter, damit der während der Arbeitszeit ein bisschen laden kann. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Hier das vorderste Regal ist ein bisschen ja, Versandmaterial, also die die Versandkartons. Hier wird dann immer gepackt. Hier haben wir dann zwei Mülleimer. So, dann haben wir hinten noch ein kleines Räumchen, wo auch noch jede Menge Ware zwischengelagert ist, wenn wir was auffüllen müssen. Oder hier zum Beispiel Papiertüten und Sticker, wenn wir wieder auf Messe sein können, damit wir euch so eine schöne Tüte mit den Produkten an die Hand geben können. Ja, das war es im Prinzip auch schon. Also wie ihr gesehen habt, alles relativ unspektakulär. Ist jetzt nichts Besonderes, ist halt ein Lager, ne? Hier wird gearbeitet, hier werden Sachen gelagert. Ist jetzt nicht sonderlich groß, aber für uns als Startup hat es bis jetzt gereicht. Tatsächlich ist es so, dass es für uns jetzt langsam zu eng wird. Wir haben auch noch ein paar Sachen in unseren anderen Räumen gelagert, weil das sonst hier viel zu eng werden würde, man sich nicht mehr wirklich bewegen könnte. Vor allem, wenn jetzt auch die große Lieferung mit den neuen ja, Designs oder die neuen Reitleggings kommen, das wird auch nochmal spaßig, das alles unterzukriegen dann. Aber wir haben ja heute Dienstag, morgen ist Mittwoch. Morgen am späten Nachmittag habe ich einen Termin bezüglich weiterer Lagerfläche zum Anmieten. Andauernd wird man unterbrochen hier bei der Arbeit, wenn man einmal ein Video filmen möchte. Ja, wo bin ich gerade stehen geblieben? Das ist unser aktuelles Lager. Hier verschicken wir alles raus. Wie gesagt, ich habe morgen einen Termin für die neue Lagerfläche. Das sieht auch eigentlich alles sehr gut aus. Wir besprechen morgen die letzten Kleinigkeiten, die letzten Details im Vertrag. Dann muss das Ganze noch unterschrieben werden und dann können wir da sehr zeitnah rein. Wir brauchen den Platz jetzt definitiv, weil wir dank eurer super Unterstützung sehr schnell immer größer werden. Ja, aber ansonsten ist das hier unser Lagerraum bis jetzt. Wenn die neue Lagerfläche angemietet ist und ein bisschen eingerichtet ist, wenn ihr da Lust drauf habt, das könnt ihr ja dann mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch interessieren würde. Ich meine, auch das wird jetzt relativ unspektakulär sein, ne? Wir können euch ja höchstens zeigen, wie das Ganze dann aussieht, wie wir was ein bisschen eingerichtet haben. Ja, wenn ihr wollt, können wir dazu dann bestimmt auch ein Video machen. Schreibt das in die Kommentare. Wenn ihr es nicht wollt, dann schreibt nichts in die Kommentare oder schreibt, dass ihr das nicht sehen wollt. Schauen wir mal. Ja, und ansonsten für mich heißt es jetzt noch ein paar Sachen für Amazon vorbereiten und an Amazon schicken. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass wir auch bei Amazon gelistet sind. Und dann hier ein bisschen aufräumen, umräumen und ja, Platz schaffen für die neuen Reitleggings, beziehungsweise das Ganze vorbereiten, damit wir die Sachen, wenn sie dann jetzt Ende der Woche angeliefert werden, nur noch reinsortieren müssen und Gas geben können mit dem Verkauf oder mit dem Verschicken, wenn euch die Sachen gefallen, was sie sehr wahrscheinlich werden. Jetzt gibt es auch noch mal ein kurzes Update
Update von mir, und zwar aus dem Auto raus. Und mir ist gerade ein bisschen hubbelig, ich hoffe, das merkt man nicht zu sehr. Genau, wir kommen nämlich gerade von einem externen Geschäftsmeeting. Da ging es doch mal um verschiedene Produkte, um die Kollektion 2022. Und ja, jetzt gleich, wenn wir wieder zu Hause sind, dann muss ich noch ein paar Mails beantworten und dann habe ich auch schon Feierabend. So, ich bin jetzt fertig im Lager. Ist doch etwas länger, ich habe keine Uhr an, länger geworden als gedacht. Ich habe euch ja einen kleinen Timelapse reingepackt ins Video. Aber ansonsten ist die Arbeit im Lager halt jetzt nicht spektakulär gewesen. Wir haben jetzt 20 vor 3. Die Julia ist unterwegs im Geschäftstermin. Ich glaube, die hat für euch sogar auch noch eine kurze Update-Sequenz gedreht, die wahrscheinlich schon gelaufen sein wird oder jetzt hier nachläuft. Mal gucken, wie wir das Video schneiden. Für mich geht es jetzt auf jeden Fall nach Hause. Noch ein bisschen im Homeoffice Facebook-Ads und YouTube-Ads für euch fertig machen, damit wir euch auch immer schön in Erinnerung bleiben. Ja, das wird jetzt aber nicht sonderlich spannend oder interessant sein. Deswegen verabschiede ich mich von meiner Seite für heute schon. Die Julia wird sich, wenn sie nachher wieder zu Hause ist, bestimmt auch noch verabschieden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder für den Mittwoch. So, Robin hat mir gerade schon geschrieben, dass er sich bereits von euch verabschiedet hat. Es ist jetzt 4:30. Ich habe jetzt auch alle Mails beantwortet und bin jetzt quasi fertig für heute. Genau, jetzt gleich geht's für mich in den Stall und ich würde dann sagen, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!